Also, ganz ehrlich. Lass die Tür offen, wenn die Riesenviecher hier rumrennen. Aber was soll ich sagen? Ich meine, theoretisch habe ich ja extrem Glück dadurch. Ne? Wurde ich schon wieder mal befreit. Toll. Alles, was ich kriege, ist schon wieder nur ein blöder Techniker. If designed to train these ghosts, alter their minds so they become submissive and obedient. Quite impressive, really. This human world has changed since we were last here, my friend. And it will change again. The simulation is ready to initialize, sir. Good. Gather the other spectral operatives in the auditorium. I have a change for Project Zed that will make this world a haven for us. Farewell, Raimi. When we meet again, you will be my servant. You. Make sure the North Conference Hall is clear to personnel. Aha, der nördliche Konferenzraum. Ah, was haben wir hier? Infiltriere Konferenz zum Spektralagentenprojekt. Ich habe ja sonst keine anderen Probleme, da sind nur irgendwelche komischen Riesenkäfer. Die ganze Gegend hier unsicher machen. Ist ja kein Ding. So. Werfen wir mal einen kleinen Blick. Oh, guck mal, eine Puppe. Also, ein Teddybär. Okay, ich glaube. Was haben wir hier? Ich denke nicht, dass ich hier großartig weiterkomme. Mutmaßlich werde ich dann wohl in die andere Richtung müssen. Ich will nur mal kurz gucken, ob da nicht noch irgendwas rumsteht. Irgendwas, von dem wir wissen müssten. Nein, sieht gut aus. Okay, wollen wir mal hoffen, dass es auch so bleibt. Ohne Waffen gegen die Viecher habe ich einfach mal irgendwie wahrscheinlich keine Chance. So, Power Room. Gucken wir mal. Ja, meine Überwaffe, ich kann rennen. Auch Waffenlabor. Waffenlabor finde ich gut. Waffenlabor verspricht eine Menge Spaß. So. My weapon design is by far superior. Superior? Your weapon is only useful in close quarters. My design takes into account several... Gentlemen, this argument is pointless. With this power outage, we and our weapons are trapped in this section. Aha. Sie hinzugefügt, und das wäre... Stelle den Strom wieder her. Hi. Ich hätte eigentlich eher gerne Waffen. Sehr gut, ich gehe den Strom anschalten. Ich habe schon gesehen, auf der anderen Seite war der Raum für den Strom. Na? Keine Krabbelkäfer? Traum mit der ganzen Sache nicht. Ja gut, warum sollte ich auch, ne? Sup. Es geht aber ziemlich tief runter. Aha. Ach toll, und hier ist der Raum. Na super. Was haben wir hier? Scheint noch so funktionieren. Die Frage ist, wie lange noch?
Gut, andererseits ist auch einer, oder nicht? Okay, der scheint nicht mehr in Betrieb zu sein. Ist auch ein Fahrstuhl. Ja, gut. Als ob ich noch eine Wahl habe. Hoch. Jetzt muss ich wieder hoch. Wenn das hier der Weg nach unten ist, was war denn auf der anderen Seite? Ich meine, da war ja nochmal eine Tür mit noch so einem Schlitz, Durchgang, nennen wir wie wir es wollen. So. Muss ja hier irgendwas sein. Ach, ja gut. Der nicht funktionierende Fahrstuhl, so geht das natürlich auch. Ja. Überall so eine Schaltschränke, aber nur der eine, den unten konnte ich mir anscheinend nochmal genauer angucken. Ja. Dann gehen wir mal. Wir haben ja eigentlich keine Zeit. Ah, ich hasse die Viecher. So, schnell mal macht hier Tür auf. Ach, wieder ein Schutzanzug. Oh cool, und ich habe wieder den Nieder, den Umnieder. Aha. Nö, oder? Ich ahne es ja jetzt schon. Na gut. Boah. Ah, Steuerung, schön. Das ist mal hässliches Vieh, geht drauf. So. Irgendwas hätte ich mir vorher noch angucken können, als ich hier stand. Ach hier. Giftige Dampf scheint durch diesen Spalt zu kommen. Ja gut, kann man nicht ändern. Ich mache mir auch weniger Gedanken um den Dampf, mehr darum, dass die Viecher dagegen resistent sind. So. Passt mir alles gar nicht. Ja, na klar, zwei von euch. Dankeschön, Dankeschön. Na, wo ist der zweite? Kann ja auch nicht weit weg sein. Die geht's. Mal wen das nicht mag. Boah! Na. Das liegt aber auch ein bisschen hier an der improvisierten Waffe.
Also ein Nagelsetzgerät ist jetzt hier nicht unbedingt. Das ist nur ein Plus Ultra. In der Schädlingsbeseitigung. Oh Mann, ey. Riesenkakerlaken. Kleine komische Krabbelkäfer und jetzt die mittlere Ausführung. Nein. Ja, da ist die Karte, die habe ich gerade gesucht. Da unten bin ich. Okay. Ich habe noch lange nicht das Ende anscheinend erreicht. Wie soll ich denn sowas Kleines treffen? So. Warum hängen da so viele Medikits? Na? Das war ja einfach. Noch jemand? Jemand ohne Fahrschein? Wohl eher nicht. Oder keiner, der zugeben will, dass er hier Arschloch ist. Gibt's ja auch. So, ekelhafte Krabbelkäfer. Phase abgeschlossen. Also ich glaube, da ich jetzt Phase abgeschlossen habe, mache ich jetzt erstmal wieder ein hübsches Päuschen. Denk mal, ich werde mich denn. Ja doch, ich werde noch mal ein bisschen was aufnehmen gleich. Aber Pause muss auch mal kurz zwischendurch sein. Das wisst ihr ja. Kennt ihr ja auch so, der Abschnitt ist jetzt eigentlich auch wieder so eine Stunde ungefähr aufgenommen, von daher ist eine Pause, glaube ich, denke ich, völlig in Ordnung. Und ihr merkt es ja sowieso beim Schneiden nicht wirklich. Weil den nächsten Teil kriegt er dann am nächsten Tag oder am übernächsten, je nachdem, wie das mit dem Minecraft-Let's Plays zusammenfällt, jetzt ab sofort sozusagen. Bis gleich bald.